Ihr seht hier unser Power Inverter Modul, was die elektrische Einheit ist. Der Strom kommt von der Batterie in das Modul und wird hier verteilt auf die beiden Elektromotoren, die in unserem Planetenradgetriebe sitzen, also in unserer Getriebebox mit dem Planetenradgetriebe. Das sind hier die Kühlkreisläufe, einmal für das Power Inverter Modul hat einen separaten Kühlkreislauf, das gleiche gilt für die Batterie. Die Batterie hat einen separaten Kühlkreislauf, wo wir die Batterie kühlen, aber natürlich auch vorwärmen können oder aufheizen können, damit wir ein wirklich perfektes Umfeld für die Batterie haben. Das hier ist unser Range Extender, ein 1,4 Liter Motor, was ungefähr 84 PS leistet, der dann den Strom erzeugt für unsere Elektromotoren. Einfach mal reinsetzen und mal schauen und sprechen. Ich sitze das erste Mal im Volt und wenn du mir irgendwie ein bisschen was erklären könntest, wie man den Fahrmodus wählt, wie man mit dem Auto fährt, wäre das super. Also sicherlich das Allerwichtigste am Anfang und das Interessante ist, der Volt fährt, wie man es gewohnt ist von jedem normalen Auto. Fährt eigentlich absolut normal. Wir haben hier einen Startbutton, wenn man hier drauf tritt, hat man ein visuelles Geräusch, dass das Auto angesprungen ist. Natürlich haben wir beim Elektroauto nicht mehr dieses Motorgeräusch, wie du es von einem normalen Motor kennst. Ansonsten, diese Fahrmodis, über die wir geredet haben, die vier verschiedenen, nämlich Normal, Sport und Mountain Mode, kann man über diesen Button hier selecten. Man bekommt das im Display angezeigt und kann dann hier drauf drücken und kann Sport wählen, Mountain oder Hold Mode. Und dieser Hold Mode gibt dir die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel außerhalb von einer großen Stadt wohnst, wo Restriktionen sind an Emissions, dass man mit dem Hold Mode startet, der Motor läuft in diesem Moment, man hat zu Hause die Batterie vollgeladen, kann bis in die Stadt fahren, release diesen Hold Mode, also geht raus aus diesem Hold Mode und von da an fährt das Auto dann rein elektrisch. Hier haben wir eine ganz nette Darstellung von unserem Powerflow, das heißt, wie der Strom läuft. Wir haben hier die Batterie im Moment dargestellt, die fast voll geladen ist, haben unsere elektrische Fahreinheit dargestellt. Natürlich stehen wir im Moment still, das heißt, es fließt kein Strom zwischen diesen beiden Einheiten, aber normalerweise siehst du, wie der Strom dann zu dieser Fahreinheit fließt, beziehungsweise wie er beim Bremsen oder wenn man vom Gas geht, zurückgeführt wird zur Batterie, weil wir natürlich auch diese Energie zurückgewinnen. Ja, ich bin dann in erster Linie mal gespannt auf die Probefahrt nachher, aber soweit für einen Moment. Schon mal vielen Dank für die erste Einführung. Super, danke. Julia.